Sie kennen das alle aus der Projektarbeit. Sie haben ein Projekt geplant, haben sich genau überlegt, wie Sie vorgehen möchten. Dann haben Sie das Projekt umgesetzt, haben zusammen mit Ihrer Zielgruppe gearbeitet. Und irgendwann möchten Sie natürlich auch wissen, hat es eigentlich funktioniert? Sind jetzt tatsächlich die Wirkungen eingetreten, die wir uns vorgenommen haben? Oder ist vielleicht auch etwas ganz anderes passiert? Das passiert im Zuge der Wirkungsanalyse, wo Sie genauer herausfinden, welche Wirkungen sind eigentlich eingetreten. Diese Erkenntnis können Sie dann auf zweierlei Art nutzen. Einerseits können Sie natürlich Rückschlüsse ziehen und sich überlegen, wie können wir jetzt ganz gezielt die Qualität unserer Angebote verbessern? Und andererseits können Sie natürlich auch Unterstützern und Förderern gegenüber darlegen, was Sie eigentlich gemeinsam für die Zielgruppe erreicht haben. Wir sagen ganz explizit Wirkungsanalyse und nicht Wirkungsmessung, denn Messung impliziert immer, dass wir an einen Sachverhalt eine Skala anlegen, dass wir die Wirkungen ganz klar quantifizieren können. Und wenn wir uns den Großteil der sozialen Wirkungen, mit denen wir es zu tun haben, anschauen, dann stellen wir fest, dass wir dort sehr schnell an unsere Grenzen stoßen. Denn Aspekte wie Teilhabe, wie Lebensqualität lassen sich eben sehr, sehr schlecht in einfachen Zahlen wiedergeben. Bei der Wirkungsanalyse unterscheiden wir ganz grob zwei Prozesse. Das eine ist das Monitoring und das andere ist die Evaluation. Die werden oft auch zusammen genannt als M und E und sind sehr eng miteinander verwandt. Das Monitoring nutzen Sie wie so eine Art Kompass, um auch während eines Projektes immer wieder zu überprüfen, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg, den wir uns einmal vorgenommen haben? Oder sind wir vielleicht irgendwo mal versehentlich abgebogen und müssen wieder zurück auf den Weg kommen? Das heißt, dass Sie im Rahmen Ihres Projektes regelmäßig erfassen, wie viele Ressourcen haben wir eigentlich investiert, welche Leistungen haben wir erbracht für unsere Zielgruppe und vielleicht können Sie auch noch einfache Wirkungen erfassen, wie was für einen Mehrwert haben wir eigentlich für die Zielgruppe erreicht, was hat sich bei dieser Zielgruppe verändert. Beispielsweise, wenn Sie Nachhilfe geben, könnten Sie verfolgen, wie viel Zeit Sie eigentlich in die Vorbereitung investiert haben, wie viele Stunden Sie mit Ihren Schülern verbracht haben und wie sich vielleicht die Zeugnisnoten Ihrer Schüler entwickelt haben. Bei der Evaluation gehen Sie dagegen eher nochmal einen ganzen Schritt zurück und fragen sich nicht nur, ob Sie immer noch auf dem Weg sind, sondern ob der Weg überhaupt der richtige ist, um an Ihr Ziel zu kommen. Das heißt, in diesem Fall beschäftigen Sie sich mit etwas komplexeren Wirkungen und versuchen beispielsweise in diesem Fall herauszufinden, ob die Jugendlichen tatsächlich auch eine Ausbildung gestartet haben, ob sie die bis zum Ende durchgehalten haben und ob sie vielleicht am Ende sogar den Schritt in den Arbeitsmarkt geschafft haben. Das heißt, Monitoring und Evaluation ergänzen sich sehr sinnvoll und können beide mit unterschiedlichem Aufwand betrieben werden. Natürlich können Sie eine Evaluation als Längsschnittstudie mit Kontrollgruppen und externer wissenschaftlicher Unterstützung durchführen. Sie können aber genauso gut einzelne Anekdoten über Ihre Zielgruppe sammeln und über Interviews oder Fragebögen ganz einfach und mit wenig Aufwand feststellen, ob Sie tatsächlich Ihre Wirkung erreicht haben, die Sie erreichen wollten. Wenn Sie dann Ihre Daten gesammelt haben, wäre der nächste Schritt, dass Sie eine Bewertung dieser Informationen vornehmen und das geschieht, indem Sie Ihre Wirkungsdaten in einen größeren Kontext einsortieren. Und dieser Kontext ist ganz wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie würden bei einem Märchen nicht das Märchen erzählen, sondern nur die Moral. Jeder würde diese Moral unterschiedlich interpretieren, sie unterschiedlich verstehen und auslegen und auch entsprechend bewerten. Wenn Sie aber die ganze Geschichte erzählen, hat jeder bei der Moral ein ähnliches Bild. Genauso ist es bei Ihren Wirkungsdaten. Isolierte Wirkungsdaten sind immer eine Quelle für Fehlinterpretationen. Das heißt, Sie sollten dazu immer erzählen, was war eigentlich das gesellschaftliche Problem, was Sie adressiert haben? Welche Bedürfnisse bei der Zielgruppe haben Sie sich vorgenommen? Und wie sind Sie letztendlich vorgegangen? Welche Leistungen haben Sie erbracht? Und mit was für einer Zielgruppe haben Sie da eigentlich gearbeitet? Natürlich kann es immer sein, dass Sie am Ende feststellen, dass nicht die Wirkung eingetreten ist, die Sie sich mal erhofft haben. Das ist vollkommen normal und Sie sollten das trotzdem als Erfolg werten, denn die Erkenntnis gibt Ihnen die Möglichkeit, die Qualität Ihres Angebots zu verbessern und damit den Mehrwert für die Zielgruppe zu erhöhen. Das klingt jetzt alles unglaublich viel. Sie werden aber feststellen, dass Sie schon unglaublich viele Informationen in Ihrer Organisation vorhanden haben. Sie alle haben viel Erfahrung, Sie haben ein gutes Bauchgefühl und Sie kennen die Zielgruppe sehr gut. Setzen Sie sich also einfach mal im Team zusammen und überlegen Sie, was Sie schon alles über die Wirkung Ihrer Angebote wissen.